Also ich entscheide mich momentan zwischen Darth Vader und Meister Yoda. Die Ohren, ich habe wie er, ich finde. Also die erste Nacht ist vorbei nach dem neuen Medikament Paclitaxel. Jetzt muss ich meine Brille wiederholen. Es geht mir relativ gut. Außer ich habe schon wieder so einen roten Kopf. Unabhängig abgetrennt vom restlichen Körper. Ich fehlt da extra nicht. Das ist originalrot. Kann sein, dass der, also an dieses EC hat sich der Körper ja auch beim ersten Mal richtig reagiert. Da war ich ja in der Glühbirne auch. Kann sein, dass der jetzt erst ans nächste Gift ran muss und das analysiert. Und ich halt mit Rot reagiere. Aber sonst ist alles okay. Körpertemperatur, Luftdruck, Blutdruck, alles in Ordnung. Und ich gebe mal einen kleinen Einblick von was mir so hilft. Das wollte ich heute mal machen. Einfach nur mal so. Ich habe hier so einen tollen Pass. Ja, zwei Creme rum. Dies ist mein Behandlungspass für die Chemos und hier 1, 2, 3, 4. Blutwerte dazu, also die ersten vier EC. Gestern gab es Paclitaxel, Leukozyten, Thrombozyten, alles im Rahmen. Der HB-Wert ist ein bisschen weit unten. Den müsste ich mal wieder hochkriegen. So, hier ist der aktuelle HB-Wert, der ist unter 7. Das ist nicht so schön. Wenn ihr Tipps habt, sehr gerne. So, dann ein kleiner Überblick. Hier, Öl ziehen am Morgen ist super. Macht das, wenn ihr irgendwelche Themen habt mit dem Zahnfleisch, wenn ihr Raucher seid oder mit den Zähnen. Öl ziehen, ich habe jetzt das Tolle von Igle. Vorher hatte ich ein tolles aus dem Darimana Store, das ist leider nicht lieferbar. Leider, leider, hoffentlich, vielleicht kommt es wieder. Aber zum Wegspucken ist das natürlich noch preiswerter. Das ist super lecker im Geschmack. Öl ziehen, wie geht das? Also ich nehme direkt einen Hieb aus der Ölkanne, Ölkännchen und spüle damit. Also mindestens 2 Minuten bis 20 Minuten. Mache das manchmal auch Fuß auf der Hunderunde. Das geht dann einfach so. Also schön durch die Zwischenräume ziehen und da wird das, was der Körper nachts abarbeitet, schön gebunden und dann in den Müll spucken, nicht in die Toilette. Das mag die Abwasserreinigung nicht. Außerdem ist es Sondermüllgift, regelrecht. Aber das hilft sehr. Also alle, die so ein bisschen Themen haben mit Mund, auch bei Erkältung oder schützt vor Erkältung, weil das ist ja ein Eintrittstor für Viren, Bakterien. Und nachts wird es auch da wieder von der Lunge rückwärts rausgeschleudert. Kann ich nur empfehlen. Das sind übrigens jetzt alles unbezahlte Tipps von mir. Also kriegt da nichts dafür. So, des Weiteren, Curaprox, die Schallzahnbürste, Ultraschallzahnbürste von Beate Tobias aus 123 TV. Die ist mega. Macht gut Bums und ich wechsle regelmäßig alle 3 Tage jetzt auch die Bürstchen, auch um den Mundraum einfach zu schützen. Waterpik, eine Mundspüle, auch nicht ganz, ganz blöd. Dann habe ich eine intensive Liebesbeziehung mit Dentalbürstchen, schon immer, jetzt noch viel mehr. Also nach jedem Essen wird der Mundraum bei mir ordentlich durchgereinigt. Dentalbürstchen, Zahnbürste, Munddusche. Und es gibt eine Nebenwirkung durch die Chemo und das ist der Mundpilz. Und den möchte ich nicht haben und deshalb sehr, sehr viel Mundhygiene zurzeit, mehr als sonst. Oh, ich sehe echt aus wie ein Glühstrumpf. Weiter geht's. Zwei Dinge, die mir aus der Apotheke sehr helfen, und zwar ist das Baldrian von Ratiopharm. Das sind die überzogenen blauen für einen guten Schlaf. Ich zeige es euch mal. Nicht überzogen. Keine Ahnung, warum die so heißen. Und Equizym MCA. Therapie begleitend sehr, sehr toll. Im allerschlimmsten Fall.
nehme ich ab und zu mal eine Tabor, aber wirklich sehr, sehr selten, wenn es gar nicht mehr geht in der Birne. Baldrian habe ich im Krankenhaus kennen und lieben gelernt, weil da hatten wir auch mal schwierige Nächte. Finde ich besser als die chemischen Schlafmittel. Macht nicht so blöd in der Birne. Ruhig sorgt trotzdem für einen sanften Schlaf. Und ja, also kann ich nur empfehlen. Der Chemopatient, der ist ja auch ein Zombie, so dass man nachts nicht so viel schlafen kann. Und damit kriege ich das super in den Griff. Mega. So, das ist ein Stoff, das ist ein Zeug, den habe ich Equizym MCA. Nimmst du 4 Tabletten am Tag. Da ist drinnen. Wie gesagt, das ist jetzt alles nur meine persönliche Erfahrung. Bromelain, Enzym aus Ananas und Papaya, das hilft extrem gegen die Übelkeit. Also diese, das ganze Tag durch die Gegend rennst und denkst, kotzen. Und Linsen, Spezialextrakt kann nie schaden. Selen und Vitamin B2. Das ist, gelinde gesagt, schweineteuer. Die Packung kostet hier in der Apotheke 130 Euro. Reicht für 3 Monate. Aber ich habe eine kleine Packung probiert für einen Monat, hatte dann 3 Tage nicht. Und diese Göckerigkeit, dass sie ständig hier so steht, kam wieder. Und dann habe ich gesagt, über die Zeit weg nehme ich den Stoff. Kann ja nicht schaden. Dann nehme ich noch einmal in der Woche Vitamin D, ein Wochenpräparat. Und jetzt werde ich mit Eisen anfangen, um halt den HB-Wert wieder ein bisschen zu pushen. So, noch kleine Helferleins. Bei mir sind Atrophil. Gibt es im Laden Hyaluronsäure für die Gelenke, Schmierstoffe, die Haut. Body Butter, wunderbar, und Hyaluron, Augentropfen, und das liebe ich abgöttisch, das haben wir auch im Laden, Arganöl. 100% Arganöl habe ich von meinem Ayurveda-Lieferanten, und dieses Arganöl ist so reichhaltig, so toll, also das ist nicht mit ein bisschen Arganöl, das ist richtig pur, das gibt es bei uns im Darimana-Store auch. Ich brauche es natürlich für die Narbenpflege, ganz wichtig, 2-mal am Tag ordentlich einmassiert. Die Heike hat sich gut benommen, also meine neue Brust. Die Narben habe ich ganz schön gekämpft für, aber es sieht jetzt gut aus, einigermaßen. Und für natürlich Schleimhäute, die Haut, ihr seht das hier, das ist alles wie Pergament. Ich sehe aus wie das ist alles wie nicht echt. Das Nagelbett, die Füße sind super trocken, also da ist das auch ein absolutes mein Rescue-Öl, und 2-3 Pumpstöße reichen da eigentlich aus, zieht wunderschön ein und ist ganz, ganz reichhaltig und ganz toll. Arganöl, 100%, gibt es im Darimana-Store nur mal so viel dazu. Könnt ihr euch dort gerne holen, ist nicht ganz billig, aber sehr ergiebig und toll. So, und jetzt muss ich trotzdem Werbung in eigener Sache machen. Das ist mein absoluter Retter gewesen. Gerade in den, jetzt kommt der Hund, grüß die Hund, gerade für die Neulaster Knochenmarkspritze. Murmeltiersalbe von Röck. Da hat nämlich gar nichts geholfen. Keine Schmerztablette, kein Ibuflam, kein Ibuprofen, nichts. Ich habe das probiert, das kam einfach nicht an, das war zu extrem. Das Einzige, was mir in den Phasen geholfen hat, war die Murmeltiersalbe, tatsächlich. Die habe ich aufgetragen, also bei mir ging es immer hier los, dann hat sich nach hinten gezogen, dann ist es über den Rücken gegangen und dann kam der Bus. Und die hat mir geholfen. Also, und die nehme ich auch jetzt noch, gerade für, ich habe ja hier noch taube Stellen unterm Arm, so dafür ist sie einfach mega. Gibt es bei uns im Laden, das Original von Röck. Ich kann es nur empfehlen. So, und dann weitere Empfehlung aus dem Laden. Hier brauche ich eine neue, unsere wunderbaren Fruchtkerzen von dem Herrn Glaser und natürlich Duftöle. Und heute gibt es bei mir ein schönes Bad mit unserer schönen Badebombe.
Mache ich alle 2 Wochen, wenn die Wanne sowieso sauber gemacht werden muss. Und heute habe ich auch wieder Lust zu räuchern mit dem Hexenkessel. Schön Räucherbedarf. Gibt es alles im Darimana Store. So für die Seele. Bisschen für die Seele. Muss ja auch mal was haben. So, und da habe ich mir eine Geschmacksrichtung heute. Mojito. Wenn ich schon keinen Alkohol mehr trinke, dann nehme ich wenigstens ein Bad, was heißt wie ein Longdrink. Mojito. Übrigens, heute vor 4 Monaten habe ich die letzte Zigarette geraucht. Und trotz des ganzen wirklich schlimmen Nervenkriegs, der jetzt auch gerade nicht ganz ohne ist, durch den Weggang vom Avi, weil der Sack, der sich überhaupt einbildet, habe ich trotzdem nicht angefangen zu rauchen. Aber was ich mache, ich trinke abends ein kleines Gläschen Bier. So klein. Und es tut mir auch gut. Aber nicht mehr. Ja, uns gibt so viel zu organisieren und zu machen mit Rennsteig TV und dem Abi, der hat ja so viel gemacht. Und es muss jetzt alles unter die Leute verteilt werden. Und freue mich ganz sehr, dass der Mietja mit dabei ist und der Hadi mit dabei ist und der Olli mit dabei ist und auch der Daniel mithilft und Stadt mithilft und eine tolle E-Mail von Olaf Kretzer von der Sternwarte bekommen. Also müssen jetzt alle ein bisschen mit anpacken, dass wir diese wunderbare Hinterlassenschaft, dieses immaterielle Erbe von Herrn Witter schön aufrechterhalten, weiterführen und vielleicht sogar noch ein bisschen ausbauen. Das macht alles, aber eigentlich macht es alles gar keinen Sinn. Naja, es ist Leben. Es ist das Leben. Kommen und vergehen. Und meine Nichte hat mir ein schönes Mandala ausgemalt. Und das ist das Sinnbild schlechthin. Und das kommt ja auch aus dem Hinduismus, Buddhismus. Die malen die Mandalas am Morgen mit Rechen in den Sand am Strand. Und am Abend sind die wunderschönen Kunstwerke einfach vergangen. Das erinnert uns auch an das Vergehen und Werden im Leben. Das ist was ganz Normales. Und auch Krankheit ist was ganz Normales. Gehört zum Leben dazu. Muss sich keiner für schämen. Ist keine Bestrafung, keine biblische. Ist einfach da. Nur das, was wir machen könnten, ist das Leben nicht zu so sehr zu dramatisieren, uns nicht zu ernst zu nehmen und noch Kriege anfangen und hin und her zu schießen. Dann machen wir die Menschen kaputt und dann schicken wir Hilfsgüter irgendwo hin, damit wir den Menschen, die noch übrig geblieben sind, ein bisschen helfen können. Das macht auch überhaupt gar keinen Sinn. Peace. In diesem Sinne, regt euch bloß nicht auf und schon bloß nicht über Kleinigkeiten.